Hallo und herzlich willkommen zum letzten Landwirtschaftssimulator Part vor Part 100. Ja, endlich. Bald haben wir es geschafft. Zusammen mit dem Markus. Third Part. Bist du wahnsinnig. Ich habe ja mal so aus Spaß gesagt, ja von mir aus auch 500. Wir haben schon 20% davon. Ich sag so 500, das hört sich nicht so schlimm an. Wenn du rechnest jetzt, du bist ja... Das ist noch über ein Jahr hin, wenn ich täglich mache. Und irgendwie... Das ist jetzt fast ein Dritteljahr, sind wir hier schon wieder, über 3 Monate. Und du hast noch nicht so viel Equip, sozusagen. Ja. Weil du bist jetzt sozusagen, ja, du bist schön ausgestattet, aber dass du sagst, du hast jetzt... Man kann arbeiten, aber es ist noch nicht Luxus. Das Spielziel erreicht, wie du immer so schön sagst, weil wenn du das Spielziel erreicht, das macht dir keinen Spaß mehr. Das glaube ich noch lange nicht. Ne, noch lange nicht. Weil es gibt noch die ganze Rübentechnik, Kartoffeltechnik. Da sind noch mehrere Millionen. Metrischer Mods. Obwohl, ganz ehrlich, man sieht es ja auch auf dem Community-Server, was die wieder vorlegen. Ich glaube, die haben mich fast jetzt schon wieder eingeholt. Obwohl, die hat noch bessere Start-Equip auf Tour, was? Ja, ich glaube, dass das einfach erstens einmal spielen. Von den Stunden her, ich weiß nicht, glaube ich nicht, dass das viel mehr haben. Du kannst eh nachschauen unter im Info-Dings, wie viele Stunden du schon gespielt Spielzeit da hast. Ja. Aber man muss sich ja überlegen, wenn wir hier eine Stunde zu zweit spielen, ist das 2 Stunden Gesamtspielzeit. Und wenn da 10 eine Stunde spielen, dann sind das schon 10 Stunden. 10 Stunden, in ja. Das Fünffache. Und wenn die alle effizient wirklich spielen, dann ist das gigantisch, was da umgesetzt wird an Geld. Ich merke es ja bei meinem extremen Spiel, was ich mit den paar Leuten spiele, dass wenn du zu zweit bist, brauchst du um eine halbe Stunde, wir nennen das immer Runde, halt eine Runde sozusagen, was so Anbauen, Ernten und so weiter ist. Ja. Und da brauchst du fast um eine halbe Stunde länger, als wenn du zu dritt bist. Und das macht halt, es ist nicht, halt man hat keine 30% Steigerung, sondern nur ein bisschen was mehr, aber man merkt es einfach gleich. Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass hier das Gras, das macht alleine irgendwie... Aber so zu zweit, Gras. Einer lädt auf, einer hat gemäht, sowas, es geht gut, finde ich. Sonst, wenn man jeden Schritt selber machen muss und dann bei so vielen verteilten Wiesen, ist das irgendwie öde. Genau, es wird immer nach einer Zeit... Ja. Du machst immer das Gleiche, du fährst immer auf den gleichen Stellen und fährst das einige Stunden lang, weil wir haben jetzt, glaube ich, hintereinander so 8 Parts aufgenommen, schätze ich mal so grob. 6, glaube ich, das müsste der Oder 6. sein. Oder 6 Parts, und ich bin jetzt gerade, sozusagen habe die ganzen 6 Parts gemäht und bin jetzt gerade am Schwadern und bin jetzt gerade beim letzten Feld am Schwadern fertig. Ja. Das sind jetzt 1,5 Stunden, wo ich nur die gleichen Felder die ganze Zeit angeschaut habe. Genau deshalb möchte ich die Felder immer gerne verteilen, damit noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Also das ist nicht so schlimm, finde ich jetzt, aber weil ich mache eh jeden Job, mir ist das ziemlich gleich. Aber trotzdem machst du 1,5 Stunden nichts anderes. Weil irgendwie finde ich aber auch, das hat so. Dieses Man ist so irgendwie ein bisschen unangenehm, finde ich. Man fährt zwar schnell, aber deshalb möchte man irgendwie automatisch noch schneller. Und wenn man so ganz langsam fährt beim, was weiß ich, Säen oder so, dann ist alles ein bisschen ruhiger und man macht ja, sich auch nicht so viel Stress. Ja, du musst beim Sehen viel mehr machen, wenn ich jetzt sage, halt zum Beispiel, wenn ich real halbwegs spiele, auch wenn ich bei dir spiele, ich hebe halt am Ende des Feldes, mache mir mein Vorgewende und so weiter. Das habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen gemacht, als ich da hinten gedrescht habe. Das ist für mich einfach ganz normal. Das sind so, und da musst du mehr klicken. Und wenn ich jetzt beim Schwadern bin, am Anfang habe ich noch gehoben, aber weil der einfach so scheiße aushebt und so ewig braucht, schalte ich jetzt gerade noch mal ab am Ende, fahre meine Kurve und dann fahre ich wieder rein und ja, war's. Fahre wieder meine Länge vorwärts. Ich beschwere mich da sowieso nicht. Außer sowas wie auf dem Feld abtanken und sowas ins Getreide fahren, das mache ich nicht mehr so gerne. Ja, das ist so, was überhaupt nicht geht, finde ich. Wollten überall die Mod einbauen, was der Lexion drinnen hat, ja, was sofort Schaden macht, wenn du mit den Reifen was berührst. Ah, das fand ich auch gut. Auf den Lexion, ja, da freue ich mich viel. Auch wieder auf dem Let's Play. Und ich möchte das irgendwie ausnutzen, dass die Map so viele Unterstände hat, weißt du? Dass man wirklich auch mal sagt, okay, jetzt mache ich BGA und danach Rüben und man kann den
77 mal wohin stellen, wo man den auch häufig sieht. Weil ich finde das immer schön, wenn man große Maschinen irgendwie sinnvoll untergestellt hat und da dran vorbeifährt. Mhm. Und sonst ist das immer so, alles ist in Benutzung, weil ja doch die Zeit irgendwie schnell vorgeht, wenn man so überlegt. Meistens stellt man das irgendwie in eine Ecke und arbeitet dann und sieht die Sachen nie, wie die da stehen. Und ich finde das eigentlich immer ganz schick, wenn die irgendwo stehen. Man sieht es genau, wenn man am Hof fährt, dass die Maschine wechselt und dann fahren wir eben mit der nächsten Maschine schon wieder weiter. Genau. Aber man. Dieses Kärchern fand ich auch richtig gut, aber das Problem war irgendwie, es geht noch ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht. Man, ja, also so reparieren finde ich wirklich gut. Was hast du gesagt? Man kärchert hinunter und dann ist es fertig. Weil das ist so zweimal drüber spritzen, 2 Sekunden. Ja. Und es ist alles weg. Man müsste sich so 5 Minuten so richtig so, dass man auch bestimmte Regionen treffen muss und nicht nur einfach so generell nass machen. Das wäre cool. Ja, oder überhaupt Reinigungen durchführen. Halt beim Mähdrescher musst du ja, wenn du sozusagen fertig bist mit dem Dreschen, dann müsstest du ja eigentlich die ganzen Filter ausblasen und das machen. Und dass du da irgendwie so einen Reinigungsprozess einbauen kannst in das Spiel. Dass der einfach sagt, ja, du kannst jetzt, weiß nicht, 20 Betriebsstunden sozusagen fahren und danach musst du die und die Servicearbeit machen. Das wäre cool. Und auch wenn das nur blöd hingehen ist, vielleicht mit einem Schlauch und da 2 Sekunden lang hinsprühen, bis das sozusagen ein bisschen weggestaubt hat und fertig. Aber das macht einfach, das sind einfach so Schritte, was du in echt auch machen musst und wo du mal siehst sozusagen, dass du was anderes auch machen kannst, außer nur sehen, ernten, sehen, ernten, sehen, ernten. Was mich hier irgendwie immer so ein bisschen, wenn du lange nur in den Maschinen sitzt, dann kommt einem das so vor, als würde man irgendwie, weiß ich nicht mit so Spielzeugautos auf dem Teppich spielen. Und wenn man zwischendurch mal aussteigt und wirklich mal nicht durchtappt, sondern von einer Maschine zur anderen läuft, dann wird dann auf einmal wieder klar, ach ja, die sind ja eigentlich auch dreidimensional und die sind eigentlich auch riesig. Und das wird dann irgendwie erst dann klar und das finde ich irgendwie, deshalb laufe ich auch zwischendurch mittlerweile ganz gerne mal, das genieße ich ganz gerne mal, dass das wirklich 3D-Modelle sind. Ja, das war bei uns an Extrem zuerst auch immer die Frage, was machen wir? Machen wir so, dass man nur sozusagen hin und her laufen darf zwischen den Maschinen oder ist okay, wenn man hin und her springt? Und dann haben wir sich entschieden, hin und her springen ist okay. Aber wenn es kurze Wege sind, läuft bei uns auch jeder automatisch, da braucht man nicht mal was sagen. Wenn das auf einem Feld ist, dass der eine Traktor dort steht und der andere Traktor dort, dann... Man bekommt immer eine ganz andere Sicht auf das Spiel irgendwie, als immer diese Schräg-Oben-Sicht. Das stimmt. Alles kommt dann so detailliert vor auf einmal. Und das mit dem Cockpit-Fahren ist halt ein bisschen schwierig, weil du einfach das hintere Schauen, halt das nach hinten sehen. Mühsam ist jedes Mal mit der Maus, dann siehst du wieder nichts, weil du so einen eingeschränkten Blickwinkel hast. Ja. Da kannst zum Beispiel mit den Lexion 770, da haben sie es relativ gut gelöst durch die Kameras, die du steuern kannst. Das finde ich richtig geil, mir auch am Rohr und alles. Genau, am Rohr, dann draußen auf dem Schneidwerk links, rechts. Dann kannst du genauer fahren, okay, da fährst du alles von innen, weil da hast du eh die Kamera. Zum Zurückschieben hast du eine Kamera und so weiter. Ah, schon klasse. Da haben sie sich schon was einfallen lassen. Das ist schon klasse. Mann. Desto später, desto die Stunde. Auf der Wiese, wo du jetzt gerade bist. Was? Ich glaube, da wirst du jetzt schnell voll auf der Wiese, da wo du jetzt gerade bist. Ja, weil die Reihen so lang sind. Und weil das auch noch der doppelte Ertrag drauf ist wahrscheinlich. Das kommt hin. War die Wiese. Was? Die große. Nein, was der Carvan schon einmal. Ja, genau. Hat. Und dann auch noch die große, die er da nicht einsammeln konnte. Also, ich schaffe 4 Reihen, ist Anhänger voll, locker. Ja, 3. Ja, ich glaube, es sind eh nur so 12 Bahnen oder so irgendwas. Es geht schnell auf jeden Fall. So, ich bin fertig. Ja, ich brauche noch ein bisschen was. Schade, dass ich keinen zweiten Ladewagen habe. Ja, was du alles haben willst noch. Ja, Mensch. Obwohl, eigentlich brauchen wir den dann, glaube ich, wir könnten irgendwann dann noch so einen reinen Silierwagen holen, aber den finde ich so ein bisschen unnötig immer. Nein, ich finde einen großen Ladewagen fast sinnvoller.
Ja, auf jeden Fall, aber der große Häckselwagen, der hat irgendwie dieses. Der sieht gut aus, aber der ist halt nur zum Häckseln, das finde ich blöd. Ja, ist unnötig. Nutzt ihn echt auch keiner. Was ich ja auch oft gesehen habe, vielleicht kannst du mir erklären, warum. Big X, der ja diese Schwader aufnimmt und dann über das Rohr in den Ladewagen reinwirft. Ja. Warum macht er das denn nicht direkt mit den Ladewagen? Das habe ich mir auch schon gedacht und habe mich da ein bisschen auch informiert vor ein paar Wochen. Was für mich auch unlogisch war. Es ist so, dass du hast ja bei den Ladewagen unten Messer drinnen, die sozusagen das Gras zerkleinern noch einmal. Ja. Und dadurch, dass die Messer nicht so gut arbeiten wie das Häckselwerk von den Big X, hast du ein unregelmäßiges Silage. Eine unregelmäßige Silage. Und dadurch kriegst du da eine schlechtere Qualität zusammen. Irgendwie. Ah. Okay. Ich habe jetzt auch sowas getippt wie vielleicht zu viel Verschleiß da unten oder so. Und du brauchst relativ starke Traktoren, dass du halt relativ viel Messer, weil du brauchst, die meisten fahren mit relativ wenig Messern da unten drinnen und dadurch hast du relativ große Grasstücke. Und wenn du viele Messer machst, brauchst du schon, geht schon auf die 200 PS zu, was du bei den großen, halt bei den großen Ladewagen brauchst. Okay. Und da ist es halt so, dass sich einige nachher gedacht haben, ja, machen wir das einmal so und da dürfte das besser rauskommen sein. Und das nächste ist, sie stehen halt sonst das ganze Jahr herum, die Maschinen. Der Big X? Genau. Ja, der wird eigentlich nur zum einmal im Jahr Maisex oder sowas benutzt. Ja, also man benutzt ihn ja auch für Energieholzplantagen. Wenn man so dünnes Holz sozusagen häckselt, kann da auch Big X auch schon. Das hab ich auch schon gesehen. Ich hab's nur mit Glas gesehen. So ein normaler wie hier im Spiel. Genau. Der kriegt dann nachher einen anderen Vorsatz drauf, der schneidet sozusagen unten Holz ab und dann wird der einfach hineingezogen. Das schneidet, krass. Das ist im Endeffekt wie ein Häckselwerk da drinnen. Ja. Also wie so ein Holzschredderer. Genau. Und da passt schon halt und da kannst du relativ viel damit häckseln. Natürlich ist es nicht gut, wenn du Holz häckselst, weil es mehr Verschleiß ist und so weiter. Aber machen tut's auch nichts. Und so halt, sie versuchen halt immer mehr, glaube ich, dass sie mehr Auslastung reinbekommen. In den Big X. Genau, weil es ist einfach eine teure Maschine, was das ganze Jahr sonst herumsteht, außer 4-5 Wochen. Ja, generell, das ist ja eigentlich auch untypisch, dass kleine Höfe sich so einen Häcksler oder einen Drescher holen. Ja, halt gerade bei Häckslern ist es ähnlich fast überhaupt nirgends. Und bei Mähdreschern kenne ich schon einige Bauern bei uns auch in der Gegend, die einen eigenen Drescher haben. Aber die meisten lassen auch das meiste dreschen. Im Endeffekt, wenn man sich überlegt, für einen Drescher bezahlt sie ja bestimmt 300.000. Das muss man ja auch erstmal wieder reinkriegen. Das dauert ja 10, 15 Jahre bestimmt. Wenn du einen älteren Drescher kaufst, gebraucht es halt nicht so viel, aber wenn man so 100.000 musst du auf jeden Fall investieren. Ja, auch dann dauert das ja lange, je nachdem wie viel Land du hast. Genau. Halt, du musst auf jeden Fall dann für andere auch dreschen, weil sonst zahlt sich das nicht aus. Nur für dich. Meistens. Ja. Finde ich interessant. Muss ich drüber nachdenken. Weil das mit den Grashäckseln oder auch aufhäckseln. Ich habe auch immer gedacht, das ist aber ziemlich sinnlos. Überhaupt, wenn du nachher noch siehst, dass da nebenbei sogar ein normaler Ladewagen fährt und kein Silagewagen. Halt sogar einer mit Pickup. Ja. Da habe ich es halt überhaupt nicht verstanden und da habe ich mich ein bisschen informiert und dann habe ich gesagt, ja, es ist bessere Qualität, weil das besser gehackt ist und bla bla. Dann habe ich mir gedacht, ja, schön. Boah, Big X fahren, das ist bestimmt auch schwer, mal das Rohr da so perfekt zu haben. Dass nichts daneben kommt. Weil hier im Spiel ist das ja alles automatisch, da ist es ja wirklich. Ja, simpel. Aber in echt magst du das ja auch mit Joystick, ne? Baust du daneben und den steuerst du halt ein bisschen. Meistens hast du ihm eh gleich eingestellt. Es ist ja nachher nur das Ende ein bisschen schwerer. Halt, wenn du voll wirst mit Anhänger. Ich habe eine PN gekriegt. Jemand wollte unbedingt, dass ich zu der Agratech nach Hannover kommen oder so. Agratechniker nach Hannover. Er wird mir sogar ein Ticket holen. Größte Landwirtschaftsmesse von Deutschland. Da sollte ich gerne hinkommen. Ja. Ich
weiß aber nicht, ich glaube, das wird nichts. Ich habe in der Woche Geburtstag, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann, die müsste jetzt im November sein auch. Ah, okay, im November. Ja, da kenne ich zwei, halt, da kenne ich zwei vom Bauerns und Server da auch, was halt auch wahrscheinlich Abonnenten von dir sind. Der Lukas und Lukas, halt der eine mit C geschrieben und der andere mit K geschrieben. Ja. Die ist da, der eine hat seinen Vater oder sowas, der ist so ein. In einem Lohnunternehmen und da bekommt immer Gratiskarten für die Agrartechniker. Fahren da jedes Jahr hin. Ah, ich weiß nicht, das wäre gar nicht so weit, das wären 300 Kilometer, glaube ich. Ewig weit. Aber irgendwie, was soll ich da? Dass die C-Bit nächstes Jahr nicht mehr für private Besucher ist, sondern nur mehr für Geschäftskunden. Die haben es jetzt, halt, sie haben sich entschieden, sozusagen der Veranstalter, dass sie keine privaten Besucher mehr dort einlassen. Cool ist auch, ja. Das sind jetzt Gerüchte, aber höchstwahrscheinlich ist die Gamescom dieses Jahr das letzte Mal in Köln. Okay. Wovon weil Köln zu klein ist, Expo-Gelände in Hannover. Das ist irgendwie 3 oder 4 Mal so groß und das wird sich wahrscheinlich mittlerweile besser für die Gamescom anbieten. Die Gamescom war ja die letzten 2-3 Jahre immer überfüllt, gerade auch wegen YouTube Day. Machen die ja jetzt auch schon in der Lanxess Arena, die ja auch irgendwie direkt ausverkauft war. Ja. Also. Ah, ich kenne die Gelände halt überhaupt nicht. Ich war einmal bei der Hannover Messe, bei der CeBIT. Was sonst war ich? Ja, noch. Das sind die ja. Die ist ja Expo, ne? Das Gelände. Genau. Da. Und das ist ziemlich groß. Und ja. Köln-Deutz, wo Gamescom ist ja kleiner, glaube ich, auf jeden Fall. Ich war nicht in Hannover, ich war nur in Köln. Und was ich so gehört habe, soll das da auf jeden Fall viel größer sein in Hannover. Der Helfer ist fertig, ich fahre mal die Messemaschine zurück zum Hof. Ja, das ist gut. Wir sind nämlich auch eigentlich schon wieder am Ende vom Part, aber ich glaube, warum nicht? Part 99. Vom Part 99, da kann man ja mal 99 Minuten Überlänge machen, nein. Bis das ganze Gras eingesammelt ist. Alles. Du Wahnsinn, das verzeiht mir meine Internetleitung nicht. Aber kein Stück. Das könnte lang dauern, das stimmt. Obwohl, ich schätze mal, in einer Stunde haben wir das weg. Und wenn nachts ist, dann würde ich das sogar in einer Nacht hochgeladen kriegen. Ich glaube, so lange dauert Boxen nicht einmal, ich weiß nicht. Also ich kann bei mir im Moment immer mit 400 MB pro Stunde rechnen. Nein, ich meine jetzt, dass du eine Stunde noch brauchst. Vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde oder eine halbe. Das ganze Gras. So, der Fan steht am Hof. Soll ich den runterbringen zu dir vielleicht noch? Das ist eine gute Idee und ich fahre den Unimog dafür zum Hof. Dann haben wir am Hof auch mal eine Maschine. Nichts machen kann am Hof. Ja, ab und zu muss man da ja mal was umsortieren. Obwohl, und wir müssen ja jetzt nachher eigentlich ins Maishäckseln anfangen. Obwohl, ich weiß nicht, was wir zuerst mal. Aber wir müssen zuerst das ganze Gras noch aufsammeln. Genau, das ist erstmal am wichtigsten. Und anschließend. Ja. Aber erstmal nächste Mal Part 100. Genau. Bin schon gespannt, was wir machen. Ja, du weißt es, glaube ich, noch gar nicht so wirklich. Ja. Mann. Ich auch noch nicht, obwohl doch, ich habe eine grobe Vorstellung, aber ich weiß nicht, ob das alles so hinhaut. War denn 100 Minuten, oder? Das wäre sogar möglich. 100 Minuten, 1 Stunde 40, ja. Obwohl, das Schlimme ist, wir können jetzt gar keine Community-Umfrage machen, was sie machen, was sie haben wollen. Weil der Bad 100 sicher schon vor dem Bad, bevor der 99. Ich glaube, das wird Sonntag, der 19. oder sowas? Wird sogar ein Sonntag, bist du wahnsinnig. Der wird einschlagen, wenn er. Das habe ich immer hingekriegt. Part 200 kam auf Sonntag. Weißt du, so 2 Wochen später, vorher rechne ich mal nach. Oh, das ist ja Sonntag. Da habe ich mich immer so gefreut, weil Sonntag ist irgendwie. Weiß nicht. Da habe ich wieso immer, da werden die Parts am besten geguckt und dann auch noch Jubiläum. Oh, lecker. Ich räume noch eben am Hof auf. Das kann man sich ja im 99. Part mal gönnen. Genau, ich bin jetzt gleich am der BGA unten.
steht der Silage, halt der Wagen am, auf der BGA oder irgendwo? Der steht da in der Halle an der BGA, da okay. In dem Unterstand. Ich weiß auch gar nicht, was noch ganz spannend wird. Bald kommt ja das USA-Add-on mit der neuen Map. Und ich weiß noch nicht, eigentlich möchte ich da irgendwas so machen. Ja, was ich mir halt überlegt habe, weil ich ja schon immer sage, ja, fang vielleicht auch ins Let's Play an. Ob ich mir nicht die Gewinner-Mod halt Map schnappe vom Mod-Contest. Ist auf jeden Fall eine schlaue Sache, weil die wird gut sein. Und dort beginne. Und dann. Das wäre so. Die Gamescom ist ja jetzt nachher. Ja. Da wollte ich auch erst hin, aber in der Woche schaffe ich es nicht. Wieder der Gewinner verlost und. Oder gekürt, sagen wir so. Ist jetzt gleich in 14 Tagen. Kann ich schon. Warte mal, was haben wir? Wir haben den 5.19. Ja, das kommt hin. Ja, da müsste Pressetag sein in 14 Tagen. Oder ist der am Dienstag? Ich hab keine Ahnung. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht hingehe, aber irgendwie. Ich glaube, ich bin zu klein für ein Abonnententreffen und dieses Jahr reizt mich irgendwie kein Spiel wirklich. Wird LS15 oder LS14 jetzt kommen, wäre ich da garantiert hingegangen. Ja, sie sind sicher dort. Ja, aber dann nicht mit LS15. Nein, nicht mit dem Spiel, aber vielleicht mit dem Add-on bestimmt. Mit dem Add-on auf jeden Fall und dann sind sie vielleicht auch noch dort, was ich mir vorstellen könnte, mit den ersten Ideen zum LS15. Und Skiregion-Simulator vielleicht? Nachfolger, wenn ja, ich weiß nicht, ob sie einen Nachfolger machen. Bin mir ein bisschen unschlüssig. Ja, ob das sein muss. Nein, ich finde ihn nicht schlecht, aber man müsste halt viel anderes machen. Der muss umfangreicher werden. Ah, ja. Der hat einen coolen Wirtschaftsaspekt mit diesen ganzen Preise bestimmen und so und Hotels Auslastung. Und so weiter, das finde ich extrem genial. Aber dass du nachher mit den Missionen so wieder das Spiel versaust im Endeffekt, dass du. Mit dem Geld. Ja. Ja, da setzen wir im Let's Play ja voll drauf, weil wir wollen auch irgendwann. Wir wollen möglichst schnell alles zeigen da. Ja, es geht auch nicht, dass du nachher. Aber wenn du sagst, du willst ein Langzeitspiel haben, dann ist es halt überhaupt nichts so Spiel. Zeit, finde ich. Markus, siehst du mich eigentlich mittlerweile? Wo bist du? Ich stehe jetzt vor dir quasi. Nein. Ich stelle mich jetzt in den Häcksler. Nein, ein Geist. Da ist ein Komm mal hier runter, Mensch. In die Wanne. Du bist tot. Ich stehe hier in der Ecke. Nein, du bist tot. Ich stehe jetzt genau vor dem Häcksler. Du bist tot. Und ich spring da jetzt rein und dann sage ich Tschüss bis zum Part 100.